Hallo Leute, willkommen zurück. Star Wars Outlaws. Wir machen jetzt hier mit so einer Quest weiter. Die Luftspiegelung hatten wir hier. Und da werden wir jetzt erstmal ein bisschen weitermachen, ne? Genau. Schauen wir mal, was uns erwartet. Viel Spaß. Erreiche den Übergabeort. Da sind doch schon alles Markierungen, oder? Mit allem Bereitschaft schon. Aber da oben, der will hoch. Das heißt, das Grüppchen da hinten könnte mit etwas anderem zu tun haben. Imperium oder nicht? Warum flackert denn das so? Ich glaube, das ist ein Imperium. Okay, wir versuchen hier mal weiter oben hochzukommen. Sind wir denn hier überhaupt? Da müssen wir hin. Erreichen Übergabeort, dann haben wir nochmal einen Schatz. Eine Gleiterverbesserung, sehr schön. Hä? Okay, nee, warte mal, Leute. Obwohl, wir können auch zu Fuß kommen. Ist immer ruhig. Da oben. Kommen wir aber nicht dran. Kannst wieder nur runterkommen. Dann laufen wir jetzt wahrscheinlich zuerst auf den Schatz drauf zu. Nein, noch nicht. Ich glaube schon, wo das Signalfeuer ist. Aber wir gucken erstmal zu dem nächsten Schatz. Wie wär's mit einer Spritztour? Okay. Zu der Gleiterverbesserung. Ah! Okay. Wir sind unten, würde ich sagen. Rechts lang. Warum doch hier oben? Ne? Ach, die Aufgaben wiederholen sich auch an derselben Stelle, wie es aussieht. Aber da halten wir jetzt nicht drinnen an. Das war nämlich hier drin, waren wir schon mal. Kommt nämlich gleich. Das ist schon wieder hinter uns, dann war es doch hier. Kommt gleich ein imperiales Shuttle. Ich mach mal hier einen kurzen Cut. So, das war nur die Tante wieder, die uns verbessern kann. Siehst du etwas, das dich interessiert? So, haben wir da noch irgendwas? Da fehlt uns noch Polycarbonat. Direkt Energieschaltkreis. Heizluftisches Getriebe. Hier auch. Da fehlt uns auch noch einiges. Können wir mal nichts verbessern.
kann man gar nichts verbessern. Optik. Souvenire. So muss ich gegenfahren fürs Imperium. Banditenmaske. Nee, das passt schon hier. Abfahrt. Mach's gut, Kay. Ciao. Super, was sollten wir jetzt hier? Gar nichts. So, wir machen mit unserer Hauptmission weiter. Fähigkeit freigeschaltet. Fügt der Rauchbombe einen Erschütterungseffekt zu, der Gegner in der Nähe 2 Sekunden ins Taumel bringt. Ja, geil. Wer damit? Ja, damit. Was haben wir hier noch? Schieße abgelenkte Gegner mit dem Blaster nieder, machen wir noch. Schließe einen Schmuggelauftrag ab. Codeknackerchip. Schiffsdiebe haben einen Codeknackerchip im Versteck der verlorenen Steppe auf Tashara. Müssen wir auch nochmal gucken. So, dann geht's jetzt hier unten weiter. Und da unsere eigentlichen Quests, die wir machen wollten. Luftspiegelung. Ah, das ist der Treffpunkt, von dem Danka gesprochen hat. Der Vorsprung sieht nach einem guten Versteck aus. Vorsprung. Boah. Der hier. Komm hier hoch. Klettern? Nein. Mal da unten den Vorsprung, ne? Wo war denn jetzt? Hier auf der Seite. Oder hier? Ja, hier reicht auch schon. Versteck dich und warte auf die Syndikate. Ach, hinter dem Stern hier. Gut, Nix. Bleiben wir außer Sicht weiter. Und dann verfolgen wir den oder die, die das Paket haben, oder was? Nicht erschrecken. Was? Was hast du hier verloren? Du erschreckst. Ich sagte, ich brauche keine Hilfe. Neue Situation. Wow, das ist nicht nur eine einfache Übergabe. Korrekt. Ich habe Nachrichten von Crimson Dawn abgefangen. Das wird nicht so leicht, wie Danka versprochen hat. Tolles Treffen, aber ihr habt schon eine Abmachung mit Danka und sie hat mich zum Abholen geschickt. Danka? Typisch Pikes! Ihr wollt uns wohl reinlegen! Macht sie klar! Wir haben ein Problem, kommt vor! Wer ist jetzt wer? Amazone. Zwischen dem Pike und dem Ashiga. Und jetzt wollen die an Crimson Dawn verkaufen, die Pikes. Okay, das heißt Crimson Dawn. Oder müssen sie alle Black machen, ne?
Strahlst du auf mich? Hey, ja. Film von dir, dich bedeutet. Oh. Oh, okay. Hatte nicht erwartet, dass die alle uns umbringen wollen. Ja, auch nicht. Danke für die Hilfe. Dein Tod hätte Jalen wütend gemacht. Tja, dann holen wir Dankas Molluske. Hä? Huh? Die Muschel, Kay. Durchsuche die Gleiter nach der Muschel. Datenpad, Anweisung für Drap. Bring die Ware nicht zum Übergabeort. Wenn die von Crimson Dawn es sehen wollen, erschieß sie. Danach kannst du ihre Kredits einstecken. Wenn Crimson Dawn irgendetwas ausgeheckt hat, wollen wir neben dir nicht auch noch die Molluske verlieren. Du bist ersetzbar, die Muschel nicht. Noch Gleiter hier? Nein. Entschuldigung, Leute. Datenblock haben wir gelesen. Brauchen wir irgendwelche Taschen hier drin? Hier noch irgendwo ein Gleiter, den wir gerade nicht sehen. Melde dich. Achso, wir haben das Datenpad gelesen. Jetzt sollen wir ihn quatschen, was? Etwas gefunden? Ja, nichts. Hier steht, sie haben nichts dabei. Die wollten bloß Crimson Dawn reinlegen. Danke, aber schlecht informiert. Aber die Gleiter sind toll. Jede Menge Nachrüstungen. Die Pikes haben eine Werkstatt in der Nähe. Vielleicht kommen sie von dort. Ob da auch die Muschel ist? Ihr Vorarbeiter ist als Schmuggler bekannt. Würde mich nicht wundern, wenn er hinter der Nummer steckt. Ich gehe ihn mal besuchen. Und ich bleibe hier und kümmere mich um das hier. Sag Bescheid, wenn du die Molluske geborgen hast, dann arrangiere ich ein Treffen mit Danke. Danke. Du bist ziemlich nützlich. Ja. Okay, ab zur Pike-Werkstatt. Reinschleichen. Schon lange nicht mehr geschlichen, ne? Was war denn das hier eigentlich? Feindliches Lager. Und dann müssen wir... Hier. Dann mal los. Wo ist denn unser Gleiter? Erstmal zu dem Lager, Totenkopf. Bewegung ist gar nichts dafür. Alter. Wo ist hier ein verdammtes Lager? Wir haben doch eben nochmal diese Piratenmission mit dem Syndikat gemacht und das ist wahrscheinlich das Lager. Ja, hier steht noch der Dings. Hier haben wir aber alles gelötet, hier ist nichts mehr. Deine Journal. Da geht's weiter, die Mittlerin. Steht die Muschel. Aus dem Pike-Lager. Machen wir. Sorry, Digga. Ich glaube, da waren wir auch schon mal drin. Wo ist denn das hier? Links, rechts vorbei. Straße geht da oben lang, na super. Das heißt, da müssen wir von hierher kommen. Links vorbei, rechts wieder hoch. Dann, ne?
Waren wir auch schon mal drin. Es wird dunkel. Ein bisschen pennen und so, das wäre noch geil. Voll im Berg drin. Aber wir haben gut, wir kommen schon mal so rein, bis auf den gesperrten Bereich wahrscheinlich. Werkstatt der Pikes. Hoffentlich finde ich Dankas Muschel hier. Na, wir versuchen mal von hier hochzukommen. Nur leise quieken, okay? Ja, wir sind schon wieder hier. Und wie geht das Scannen nicht mehr? Ich könnte sonst mal nichts so ein bisschen scannen lassen. Ist das gerade an der Session, die gestartet ist? Damit genau ja, sowas, damit wir sowas entdecken. So eine Zeitverschwendung. Hol sie dir, Kumpel. Laufen natürlich genau. Ach, da ist noch eine in das Sichtfeld rein. Job wie jeder andere. Wie würde ich bewusst so schlagen, die anderen bewusst so schießen, aber. Ich würde gerne wissen, ob die Tür hier aufgeht. Nee. Dann lassen wir die Alte in Ruhe. Und schnappen uns dann den anderen. Hey, schleich mal rüber und hol das. Sehr gut. Ist er in die Erde geglitscht, in die Erde gerammt. Hier müssen dann doch hier. Wäre egal gewesen, welche Seite, sind beide bewacht, ne? So, jetzt kommen wir näher. Geht ihr Patrouille? Trennt ihr euch, um es einfacher zu machen für uns? Oder? Zeit für eine kleine Showeinlage. Nein, ich will dich erschießen. Nix. Sie kommen in unsere Richtung. Boah, es hat wieder nichts funktioniert hier. So was Bescheuertes, Alter, ehrlich. Alles gut, alles gut. Ich hab doch keinen Bock mehr. Ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt auch zu blöd immer hier. Wir kloppen uns jetzt einfach nur noch durch hier. Wenn sie uns bemerken.
Adrenalinscheiß haben wir ja auch noch. Hier waren wir schon, erinnert ihr euch? Haben uns da oben dann halt reingeschlichen. Naja, egal. Machen wir jetzt alles platt hier. Mir scheißegal. Ist mir zu blöd, echt. Funktioniert sowieso so lächerlich hier, die Schleicherei. Achso, nix müssen wir ihn halten lassen. Leg los, nix. Halt den, Digga. Hilfst du mir mal? In die 5? Ich bin in der Werkstatt. Irgendein Tipp, wo ich anfangen soll? Wenn der Vorarbeiter dahinter steckt. Vielleicht in seinem Büro? Darauf hätte ich wohl auch selbst kommen können. Hier oben, ne? Das kann ich einfach nicht ignorieren. So was Bescheuertes, echt. Du schaffst das. Vor allen Dingen. Los, lenk sie ab, Nex. Ich mag das Ding nicht. Husch! Nauze. Hier ist ein Büro, das war das nicht, ne? Der Ruf geht nach unten. Hat doch noch gar keiner mitgekriegt von der Base, dass wir hier sind, von den ganzen anderen Vollidioten. Einmal hätte ich fast einen Offizier außer Dienst überfallen. Weißt du, was mir das Leben gerettet hat? Ich habe ihn an seinem imperialen Eingang erkannt. Ja, das, die ist nix in der Nähe. Scan-Funktion haut gerade nicht hin. Sein Büro, den Büro hat er in dem Lager. Tja, müssen wir doch nochmal alles platt machen. Aber nur die Kiste, okay. Da. Das stimmt was nicht. Los, Nix! Die sind hinter uns her! So was Bescheuertes. Und jetzt Alarm. Sie hören nicht auf! Es nervt einfach nur noch dieses bescheuerte Fleischfleisch. Jetzt nach 3 Wochen oder in der dritten Woche. Wir sind aber noch trotzdem frei. Wobei es auch nicht gut funktioniert. Ne? Boah, das ist doch stabil, ey. Werfe Sprengsätze! Kommt ihr denn alle her? Alter, na super. Die Granate kommt auf. Base jetzt gerade. Wo ist diese verfickte Alarmanlage, Alter? Hier.
Oh, jetzt muss mal das Ding aus. Jetzt will ich das mal testen. Ja. Einmal. Mehr sehe ich nicht. Adrenalin. Ich muss daran denken, dass man es nutzen kann. Hier ist das Büro. Na super. Der ersten Etage. Guck dich doch wieder. Oh, geh doch wieder in die Ausgangsposition. Wieder zurück in die Hocke. Hier wiederholt sich nichts. Wo ist diese scheiß Alarmanlage, Alter? Ist hier in diesem Büro? Wie lange kommen wahrscheinlich auch immer wieder Leute? Nicht zielen, Alter. Schnauze so voll hier. Alter, es ist ein kleines scheiß Werkstatt. Was dauert denn hier so ewig? Haben wir sie jetzt endlich mal alle? Nee. Ich wüsste. Oh, wir sind wieder auf dürftig. Ich wüsste, wie wir da reinkommen. Von unten. Und wenn ich wüsste, wo dieser. Jetzt ist der Alarm komischerweise aus. Oh, hier geht noch eine Leiter runter. Okay, naja, jetzt können wir uns wenigstens mal in Ruhe hier umgucken, ne? In der Werkstatt. Den habe ich noch gehört von da. Hier werden da auch eine Leiter runtergehen. Jetzt mal scheiße, wenn du dich nicht auskennst, ne? Hier fing das Gefecht an mit uns. Können wir auch noch irgendwas aktivieren? Was ist das jetzt hoffentlich mit den Leuten hier? Oben sitzt ein Hacker. Jetzt geht die Scheiße schon wieder los. Es war sehr ruhig in letzter Zeit. Letzten paar hier. Ist jetzt eh egal. Niemand würde es je wagen. Bam. So, ist jetzt hier ist die Sniper Rifle. Haben wir jetzt hier endlich mal Ruhe, ja? War das hier unten? Wo ist das Teil?
Oh, es explodiert mal. Wo kommt der denn schon wieder her? Wir sind hinter uns her! Sind alle wieder gespawnt? Alter, wollt ihr mich verarschen? Genau, nicht schon wieder. Wo ist der Alarm? Da drüben. Da ist der Alarm. Haltet sie auf! Alter! Ich hab jetzt die Faxen dicke. Ist alle wieder gespawnt oder was? Leute, ich kannte das. Ich hoffe, ich denke dran beim Schneiden. Ich hab die Schnauze so voll. Es ist auch. Ey, die sind alle wieder gespawnt. Was ist denn hier unten eigentlich? Kannst du auch nur Wege überbrücken, okay. Wenn man locker noch gleich ein bisschen Tote, ey. Ja, ich weiß nicht, das ist Buggy, glaube ich, ja? Tür drin. Alles klar, Nix. Holen wir unser Geld. Soll auch ein Eingang sein, auch wenn man der, auch wenn der jetzt zu ist. Willst du das haben, Nix? Soll auch ein Schalter sein. Ja. Komm schon, Nix. Hey, Kumpel, drück mal den Knopf. Hast du was Kleines? Jetzt geht der Scan wieder. Aber funktioniert doch nicht so richtig. Was? Komm, öffnen. Nix. Drück auf das Knöpfchen da. Die sind schon wieder alle da hier. Die sind schon wieder gespawnt, Alter. Überleg dir das mal. Sowas Bescheuertes, ne? Ja, da ist irgendwas drin.
Ausstattung Anaxes Grobian Hose. Okay, jetzt verpissen wir uns hier wieder. Klammheim, nicht, das ist ein Scharfschützen. Ja. Hier drüben! Oh, jetzt müssen wir raus hier, Leute. Hier, hau mal wieder ab. Geht der Tag da schon wieder los, Alter. Also, furchtbar ist das. Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Das war nur der Eingang. Oh, ich dreh durch, Leute. Ich glaube, wir müssen nochmal schießen. Die liegen jetzt überall Leichen rum. Ah, die, auf jeden Fall können sie keinen Alarm mehr auslösen. Das Ding nochmal zurück. Na gut, Max, hol sie dir. Oh, die holt jetzt eigentlich nicht mehr so viel Ballern hier. Ach du Scheiße. Wie kommen wir aus den Türen raus? Kein Verstecken mehr. Die lassen einfach nicht nach. Ist das räudig. Jetzt abhauen wir. Einfach nur noch weg. Wohin denn? Das lief doch ziemlich gut, oder? Jetzt ist Pike-Territorium auch gerade rot. Andy 5, ich hab das Paket. Wo bist du? Ich warte in Yontas Hoffnung auf dich. Wurdest du gesehen? Oh, ist doch egal. Nein, wir wurden nicht gesehen. Wie beruhigend. Wenn so Ruf kaputt. Tja, Leute, ihr habt's gesehen. Ich geb den Scheiß jetzt ab. Es wiederholt sich permanent, das ist echt. So, hier unter ist Hoffnung. Können wir eigentlich schnell hinreisen? Ort öffnen. Können wir hier Schnellreise hinmachen? Ist gerade gesperrt. Tja, die wird doch anders sein. Komm, deine kleinen Füße machen jetzt mal Pause. Und jetzt wieder als Blitz gewesen ist. Hat so den Tod entkommen. Ein Pike-Lager soll es her. Tja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, Leute. Wir haben jetzt hoffentlich nicht diese Mission abgeschlossen von den Quests. Und dann werden wir weitermachen. Ich glaube, wir gucken dann mal nach unserer Crew. Das Team als Kapitän. Das andere kann ich auch so ein bisschen nebenbei noch machen. Außer ihr wollt es irgendwie sehen, generell, was wir hier so noch machen. Und ich werde es immer mal so spontan entscheiden, werde ich auch mal sowas machen zwischendurch und dann mal wieder mit Video weiter. Wo sind wir denn? Da könnten wir ziemlich Schnellreise mal fahren. Müssen wir noch eine Mission für machen? Geben erstmal die Mission. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Master. Lasst gerne einen Daumen oben da. Freut mich. Schon von Wacker gehört? Bis spät, Kay. Anker wartet. Was? Warst du besorgt? Nein. Okay. Nobody Troy. Was? Sei vorsichtig. Anker ist Vermittlerin, keine Freundin. Man kann ihr nicht vertrauen. Wem kann man das schon? Wir sehen uns auf dem Schiff. Runde 2 sieht immer noch gut aus. Kavis, schon zurück. Ich sag ja, sie ist noch neu, aber gut. Sitzt mit dem Imperium da. Nur eine Freundin. Setz dich. Ach, das kennt man auch aus den Trailern vor dem Spiel. Der Job war unerwartet kompliziert, danke. Du lebst.
Spielzeug. Das ist eine Investition. Halt! Du bist neu. Ich kenne nicht viele wie sie. Diebstahl von Schmuggelware, Arbeit mit Syndikaten. Du könntest eine Gefahr fürs Imperium sein. Aber du kannst mich vom Gegenteil überzeugen. Bestechungsgeld ablehnen, bestechen. Hä? Tolle Freunde, danke. Ich habe keine Freunde. Mir hat das auch nicht gefallen. Deshalb habe ich mir eine der Perlen geschnappt. Das eben tut mir leid, Kleine. Aber bevor wir fertig sind, brauche ich noch eine Sache von dir. Was? Danke. Das war alles sehr viel schwerer, als du gesagt hattest. Wie wäre es dann mit einem kleinen Bonus? Ich muss zurück nach Merogana. Wir treffen uns bei Makal.